Gelobt sei Jesus Christus, ich bin Josef Berger, bin verheiratet, meine Frau heißt Valentina, wir haben 5 Kinder, Margarete, Anna-Maria, Matthias, Tobias und Therese. Wir wohnen in Hagen am Teutoburger Wald, das ist in der Nähe von Osnabrück, wo ich seit 17 Jahren Küster und Organist an der katholischen Kirchengemeinde St. Martinus bin. Wir sind eine musikalische Familie. Musik ist bei uns zu Hause. Wir musizieren viel miteinander und haben Freude und Spaß dran. Wir kommen ursprünglich aus Kasachstan, sind jetzt seit 20 Jahren in Deutschland, freuen uns hier zu sein, wo wir doch wirklich unseren christlichen Glauben frei bekennen können, was in Kasachstan nicht ohne weiteres möglich war zu unserer Zeit. Mein Bruder Anton ist katholischer Priester und tätig in Kasachstan in einer katholischen Kirchengemeinde in Charsk. Das Lied, das Sie gerade hören, ist Teil einer Weihnachts-CD, die wir in unserem Tonstudio produziert haben. Neben den traditionellen Weihnachtsliedern der Russlanddeutschen aus Kasachstan sind darauf auch modernere Lieder zu hören, die wir selber komponiert haben. Die CD heißt Weihnachten in mir. Damit versuchen wir, auf den tieferen Sinn des Weihnachtsgeschehens hinzuweisen, nämlich: Weihnachten wird heute wahr, wo Jesus in mir geboren wird, wo ich ihm mein Herz öffne. Was hast du gefühlt, als Gottes Sohn lag in deinem? Dass dieses Kind der ganzen Welt schenkt Güte und Erbarmen. Du hast Gott geglaubt, auf ihn gebaut und ihm vertraut. Zimmermann aus Nazareth. Der Erlös der CD ist bestimmt für die Arbeit meines Bruders Pfarrer Anton Berger in Kasachstan und meines Schwagers Pfarrer Anton Romme in Kirgisien. Gelobt sei Jesus Christus. Mein Name ist Anton Berger. Ich bin Pfarrer von der katholischen Kirchengemeinde St. Michael, die in der Stadt Charsk ist, in Ostkasachstan. Wir haben mehrere Kirchengemeinden in verschiedenen Dörfern, wo wir uns versammeln, um den Glauben zu leben, in den Sakramenten, in der Heiligen Messe, in verschiedenen Gottesdiensten. Wir machen auch mit den Jugendlichen besonders verschiedene Spiele, wie im Sport, so auch in der Katechese und in der Bibel. Ich bin
Pfarrer seit 1992 in dieser Stadt. Im nächsten Jahr, 1993, begonnen wir eine Kirche zu bauen, die 2003 von unserem Bischof Johannes Paul Lenger geweiht wurde. Wie kam der katholische Glaube nach Kasachstan? Die Kasachen sind Nomaden und ursprünglich in der Religion Moslems. Durch die Repression wurden die Deutschen aus Ukraine und Wolgegebiet gebracht nach Sibirien und Kasachstan. Sie brachten mit ihren Glauben. Aber zuerst war es sehr schwer, den Glauben ausdrücken. Man hatte verfolgt die Priester und nur geheim konnte man sich versammeln zum Gottesdienst. Durch den Zusammenbruch der Sowjetunion wurde es endlich möglich, den Glauben offen zu bekennen. Strebten wir von Anfang an ihnen mithelfen. Die Kirchengemeinde gründete eine Armenküche, wo Kinder und Erwachsene täglich ein warmes Mahl bekommen. Das Klima in Kasachstan ist extrem. Sommers ist es sehr heiß. Im Winter ist es minus 30 bis minus 40. Sogar 2004 wurde registriert in einer Nacht 53. Da strebten wir auch immer mithelfen mit warmen Kleidungen. Schau.